Ich fordere das Recht meines Fürstentums ein, die erste Nacht mit der Braut zu verbringen. Ich bin aber gar nicht verheiratet. Deshalb ist das ja auch eine Vor-Vor-Einforderung. Ja, super. Sehr gut. Hallo? Traut euch nur! Wollte nur HP auffüllen. Ihr seid doch nur dreckige Bauern. Ja, die Banditen wollten euch ausrauben. Ich habe euch gerettet, deshalb nehme ich mir meinen Anteil selbst. Auch wenn ihr schon tot seid. Braves Pferd. Ihr habt meine Schwester gerettet. Danke. Hä? Woher wisst ihr das? Sucht ihr ebenfalls nach Shigenoris Himmelsschlag, mein Herr? Diese Technik ist nur ein Mythos. Der Musikant Yamato aus dem Mythos ist echt. Überrascht mich nicht. Seine Geschichten werden mit Begeisterung erzählt. Ich hörte an Komatsus Schmiede davon. Wenn er so mächtig ist, wie man behauptet, begegnet ihr dieser Technik hoffentlich nie im Kampf. Und direkt die nächste mystische Geschichte und mystische Technik, die man finden kann. Davon gibt es ja 4 unterschiedliche. Komm, trau dich, ey. Ich hab dir nur einmal die Beine gebrochen. Das Pferd denkt auch wirklich permanent, ich würde es in den Tod reiten. Das sieht aus wie ein Lager. Töte Gegner ohne zu heilen. Nur 7 Stück.
für Jugend. Das Pferd hat gesehen, was du mit den Kühen gemacht hast. Also dann kann sich mein Pferd noch glücklich schätzen. Toll, ich darf ihn nicht durch das Fenster beobachten, oder was? Du-du. Auch leichtere Gegner. Ob du eine dämliche Rüstung trägst. Du musst auch mal das kleine Messer upgraden. Dann kannst du mich schneller töten. Da ist er sich so auffällig. Sehr schön. Jetzt gibt es nur noch den Anführer. Und den Anführer kann ich auch per Attentat wenigstens begrüßen. Aber es war schon ganz cool, hier über die Mauer zu hüpfen und übers Dach einzusteigen. Also das haben sie schon eigentlich ganz cool gemacht. Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Ich habe nach unten gedrückt und ich habe auch immer rechtzeitig geblockt. So, nein, so ein Abfuck einfach, ey.
Wenigstens sind die Herausforderungen jetzt nicht mehr drin. Was man aber die Gegner nicht fokussen kann, das verstehe ich nicht, warum man sowas nicht in dem Spiel integriert, im Kampf, dass du die durchschalten kannst. Du musst ständig die Kamera selbst drehen. Ja, ich denke schon, dass das viele stört. Das ist halt einfach Standard. Oh, so viele haben gar nicht mitbekommen, dass ich hier am Kämpfen war. Hakuna Matata. Diesen Spruch sage ich gern. Guck mal, ein Fuß. Ein wundervoller Fuß. Muss mal eben umwechseln, weil jetzt vibriert es direkt. Nicht in die Richtung. Ach, das ist... Das wäre irgendwie eine Brandbombe. Ah, da sind ja auch ein paar Köpfe. Aber nicht enthaupten lassen hier die Sachen. Mal oben lang gehen ist besser. Weil irgendwo muss das Ding ja versteckt sein. Und da oben sind, glaube ich, wieder solche Blümchen. Die Ahnen mögen nicht, dass ich seine Rüstung suche. Musikanten.
Kanonen! Nein, er will die Musikanten töten. Ich schütze dich, bleib zurück. Bald seid ihr frei. Mein Herr, wie habt ihr uns gefunden? Ein Nachkomme Tadayori schickte mich hierher. Was ist mit euch passiert? Ein mongolischer Spion fand eine vergessene Schriftrolle von Tadayoris Erstgeborenem. Sie zwang mich, sie zu entziffern. Und sie führte uns hierher. Sie haben also die Rüstung. Nein, ich führte sie in die Irre, da ich auf euer Kommen hoffte. Das war riskant. Es hat sich gelohnt. Die Rüstung ist unter diesem Denkmal versteckt. Nehmt sie an euch, mein Herr. Ein Denkmal an Tadayori. Muss ich selbst buddeln, oder was? Hat er gerade gesagt? Tadayoris Rüstung. Unglaublich gut gearbeitet. Erhöht die Geschwindigkeit beim Einlegen und Nachladen von Pfeilen. Erhöht die Gesamtdauer von Konzentration um 1%. Erhöht. Kopfschüsse erhöhen die Konzentrationsanzeige wieder um 25%. Also die super Bogenschützenrüstung ist es dann. Zurück, Musikant. Ich halte euch die Mongolen vor. Ach scheiße, man muss sie direkt einsetzen, weil wir werden jetzt angegriffen. Bleib. Wo konnte Tadayori also 100 Epikanten erlangen? Finger weg von meinem Lustsklaven. Es kommt noch mehr. Ja, mein Herr.
Das war, als hätte ich Tadayori selbst zugesehen. Naja, ging so. Die Rüstung ist perfekt für einen Schützen. Meine Geschichte fand das richtige Publikum. Und nun wird es für mich Zeit, weiterzuziehen, mein Herr. Ja, Bogenschützenrüstung ist ja ganz cool. Aber eigentlich vom Spielstil her bin ich ja gar nicht so viel mit dem Bogen unterwegs. Also ich benutze ihn nicht so oft. Achso, dafür brauche ich 2 Fertigkeitspunkte. Wollte es nicht abrollen holen auch. Weil Springen so gefährlich ist bei mir. Geh mal in die Siedlung runter. Ich dachte, er hat sich jetzt erstmal Essstäbchen geholt und hat sich da unten hingehockt zum Pennen. Wir sind mal zum Fressen. Erstmal vom Berg runter und die Stadt aufdecken. Oder Dorf. Der bekloppt, ist sie belagert? Oder soll es da einfach ein Lager vor ist? Ja, was denn jetzt? Ich glaube, der schießt gegen das Tor. Nee, irgendwie hat er mich getroffen. Oh. Warne betritt sein Gebiet mit überwältigender Gegnerpräsenz. Ich weiß, es ist doch nicht die richtige Idee, hier mal lang zu gehen. Hund sei schon. Pferd. Was? Alter. So schlimm kann es gar nicht zwischen uns stehen gerade. Da ist ein Samurai-Pferd. Es lässt mich nur aufsteigen, wenn es Bock drauf hat. Paranoia. Du schuldest mir etwas.